Hallo meine Lieben. So, ich habe jetzt noch einen kleinen Haul für euch. Und zwar möchte ich euch zeigen, wenn ich alles finde, was ich so in der letzten Zeit gekauft habe. Einmal kam nämlich Temu an. Ja, das habe ich alles schon verräumt, aber das bin ich gerade irgendwie am Zusammensuchen. Dann kam Iconic Color. Dann war ich in der Arbeit beim Teddy, ne? Und ich habe bei Faltkarten bestellt. Ja, genau. Ich überlege gerade, ob hier noch was ist. Diamond Paintings habe ich wieder bekommen, aber das ist nicht so. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Das könnt ihr mir ja mal schreiben. Das mache ich ja auch. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit Teddy an. Da habe ich mir das mitgenommen, weil ich jetzt an Weihnachten wieder mehr Teelichtkarten machen will. Und das ist so richtig tolles Papier. Genau, das sind 30 Stück, kostet 3 Euro. Genau, das habe ich mir mitgenommen. So, dann Temu. Da habe ich mir Wobbler gekauft. Ich liebe ja die Teile für Karten. Da kann man ein Stempelset und dann wobbelt das so schön. So, das habe ich alles schon verräumt. Und Temu, da habe ich mir noch dieses Papierset gekauft. Ja, ihr seht das, glaube ich, Harry Potter. Mal gucken, was ich damit anstellen werde. So, jetzt setze ich mich mal hier meinen Stuhl hoch. Wir fangen an mit Iconic Colors. Ich habe euch ja schon mal von erzählt. Ich bin ein Riesenfan von der lieben Tanja. Die Tanja macht Aquarellfarben selbst. Da habe ich jetzt auch schon eine ausgesprochen tolle Auswahl. Und ich nutze das halt viel für Sprenkler und so weiter. Und ja, das sind jetzt die, die ich schon habe. Hier habe ich die mal geswatcht. Jo, habe ich toll gemacht, habe keinen Platz mehr, wollte eigentlich nichts mehr bestellen. Aber dann hat sie gepostet, dass sie noch ein Blind Bag gefunden hat. Und da hab ich natürlich zugeschlagen. So. Wir haben einmal das Kärtchen von der Tanja. Ihr könnt bei ihr bei Etsy bestellen. Ich hasse ja Konfetti, ne? Ganz viel Konfetti. Reingucken, weil ich will ja jetzt nichts wegschmeißen. Ja, das dachte ich mir nämlich. Sie packt nämlich auch immer so Goodies mit rein. So. Eieiei. Jo. Und zwar habe ich hier einmal Teal zum Testen. So blau. Da habe ich ja einige hier. Teal habe ich noch nicht. Dann habe ich Soho oder Soho oder Soho oder Soho oder das ist so rosa. Das ist auch schön. Und das habe ich auch noch nicht. Oh, drei neue. Wuhu. Nein, doch, habe ich hier. Das habe ich jetzt zweimal. Das ist Alicia. Alessia. Das ist so lila Glitzer. Ist auch richtig schön. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. So, dann kommen wir zu meinem Blind Bag. Das sind einfach so. Also, das sind ja die normalen. Die kauft ihr. Die sind dann prall gefüllt.
Aber natürlich bei manchen, wenn Farbe überbleibt beim Anmixen und das nicht mehr ein Töpfchen wird, dann packt sie das so zusammen und dann wird das ein Blind Bag. Du zahlst halt dann weniger und hast irgendwelche Farben drin. Oder es ist ein großes Loch oder sie kann es einfach nicht mehr benutzen. Finde ich ganz cool, weil so hat man auch mal Farben, die man so nie gekauft hätte. Oder auch Farben, die man sich nachbestellt. Ja. So. Wir haben als erste Farbe. Mein Gott, das ist cool. Boom heißt die Farbe. Und ich glaube, ja. Ich habe hier. Ja, das weiß ich nicht. Boom ist ein Pink. Total cool. Da habe ich ein Dings bekommen. Ja, wie man sieht, Boom hat ein Loch gebildet und ist ein bisschen gerissen. Ist aber nicht schlimm, weil es funktioniert ja genauso. So, wunderbar. Die gibt es aber nicht immer, die Blind Bags. Also da müsst ihr echt gucken. Ja. Dann habe ich einen kleinen Titel bekommen mit James. Ich habe James noch nicht. James ist ja blau, Holoton, der blau-lila schimmert. James, ich habe Aqua und Pond und jetzt habe ich auch noch James. Hier sieht es jetzt eher so türkis aus. Ich weiß nicht, wie das in der Kamera rüberkommt. Voll cool. Ich sage gleich nochmal was zu den Farben. Dann habe ich hier Harry. Harry habe ich leider. Hier sieht man Harry. Das sind jetzt die normalen. Die kaufen quasi. Da habe ich Harry bestellt. Die haben ja immer Magneten, dass die quasi hier so haften an so ein Dings, an so einer. Harry habe ich schon, aber ich glaube, ich kenne jemanden, der freut sich über Harry richtig, richtig. Und das würde ich dann gern abgeben. Dann. Hammer. Bells. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Bells ist eine neuere Farbe. Ich kenne mich auch schon bald nochmal aus hier. Ha, hier für Soho. Nein, hier. So. Bells ist, glaube ich, eine neuere Farbe. Und ja, finde ich richtig schön. Das ist so Rotkupferton. Freue mich. Und ein Nymphia. Nein. Das wollte ich mir letztens bestellen. Und zwar ist das so ein Schimmerrosa. Mega toll. Ich bin happy. Ich freue mich. Danke, danke, meine Liebe. Du weißt ja, ich liebe sie. Genau. Harry, setzen wir jetzt auch rein. Harry bekommt ein Zuhause. Da weiß ich schon jemanden. Der freut sich bestimmt riesig darauf. Ja. Genau. Das zu diesen Farben. Wie gesagt, schaut mal bei ihr vorbei, bei Etsy. Und ja, preistechnisch ist super. So ein Titel hält ewig. Klar, ich mache halt auch nicht viel damit. Ich habt die halt eher so für Sprenkler und so, für meine Karten. Weiß liebe ich zum Beispiel, wenn ich so Nachtszenen mache. Gold finde ich immer toll für Hochzeiten. Silber geht natürlich immer. Rot kann man auch mal brauchen. Blau nutze ich liebend gern für Wasser. Dann hier dieses Grün. Das habe ich benutzt für Halloween. Und Rot, ja. Ihr könnt es immer gebrauchen, wenn ihr eine orange, ich habe eine orangene Herbstkarte gemacht, dann habe ich dieses Orange hier benutzt, also mega. Mega Auswahl. Es gibt da manchmal Sets, da könnt ihr die selbst anrühren, finde ich auch ganz cool. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dann habe ich den Dreck nicht zu Hause, ne? Ich kaufe lieber gleich bei ihr. Ja, genau. Das sind meine Farben. Vielleicht guckt ihr da mal vorbei, kauft ein und ja, habt Freude wie ich.
Und schreibt der Tanja, dass ihr von mir kommt. Nee, Spaß müsst ihr natürlich nicht machen. ja, diese Blind Bags, wie gesagt, die gibt es nicht immer, aber wenn ihr ihr auf Insta und so folgt, dann bekommt ihr da entweder Infos oder ihr guckt immer nach oder ja. Genau. Ja, das war's mit Iconic Colors. Und dann haben wir jetzt, muss man einen Schluck trinken. Habe ich gerade in meinem Adventskalender gezeigt. Ich habe einen geschmolzenen Schneemann bekommen. Und richtig lecker. Müsst ihr gucken. Jetzt kommen wir zum großen Paket. Und zwar bei Falk. Habe ich das bestellt. Das kam das jetzt an und ich wusste gar nicht, was das ist. Ja. Ja. Wie mache ich das? Ich packe es mal wieder hier auf Seite und zeige euch das dann in Ruhe. So. Zuerst habe ich hier Das Leben ist bunt. Werbung von La Creative. Von denen habe ich auch das Paket bekommen. Ich weiß nicht, was die mit Falkan zu tun haben, ob die da arbeiten für hier Falkan-Shop, Black Creative oder kehrt es zusammen, keine Ahnung. Ich bin da raus. Und dann gibt es hier anscheinend ein neues Motivpapier und hier hinten habt ihr eine Probe davon. Richtig toll. So, dann habe ich bestellt, bin ein bisschen verrückt, ich habe mir diese, ja wie nennt man die, Farbfächer bestellt, damit man quasi sieht, welche Papiere das es gibt, ja, ich weiß nicht, was Premium-Papier und Basic Papier, was da ein Unterschied ist. Wir können da mal gucken, ob ich das jetzt so auf Anhieb. Also wir haben hier lila. Nein, hier gibt es kein lila, hier heißt es Lavendel. Ja, ich weiß ja nicht. Da habt ihr zwei noch, was hat es gekostet? Dann habt ihr hier einen Haufen. Extra starkes Papier gibt es auch. Ich habe aus Versehen ja letztens. Wo ist der? Hier irgendwo, ne? Den. Oh Gott. Recycling-Farbfächer. Nachhaltige Papiere. Da habe ich ja dieses eine hier mich verkauft. Das habe ich gekauft. Haupe. Aber die finde ich vielleicht gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich komme nicht klar mit diesem Fächer hier. Ja, da könnt ihr halt immer gucken. Hey, ich bestelle bei Create a Smile, habe noch ein bisschen Geld übrig. Was nehme ich denn für eine Farbe? Weil die hat ja diese Kartons. Genau. Da steht immer drauf: 300 Gramm gibt es extra starkes. Dann gibt es hier Struktur. Struktur finde ich auch ganz toll. Das ist halt eher so Leinenstruktur bei. Die finde ich aber auch toll. Ja, Farbfächer. So, so lange kann man sich über Farbfächer unterhalten. Könnte man sie ja selbst machen, aber das Geld war mir das jetzt wert. So, dann habe ich Papier gekauft. Aber ich habe mir großes Papier gekauft, weil ich erst eine Explosionsbox gemacht habe und festgestellt habe, hey Jenny, ich habe nur A4-Tonkarton oder halt diesen großen vom Lidl. Aber nicht sowas in 30x30. Und da habe ich jetzt zugegriffen. Wir haben einmal Struktur Pfefferminz.
Das habe ich in normal schon, das finde ich richtig toll. Dann habe ich schwarz. Ganz normales Schwarz. Weil Schwarz kann man immer gebrauchen, dachte ich. Dann habe ich weiß, hoffe ich. Weiß. Weiß, finde ich, kann man auch immer gebrauchen. Das sind jetzt immer diese 12 Bögen, habe ich genommen. Dann. Was habe ich da schon wieder gekauft? Cardstock Premium. Hä, aber wieso? Hier steht nur Faltkarten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, könnt ihr. Aber hier steht so La Creative. Ist das jetzt neu oder wie? Keine Ahnung. Und dann haben wir hier. Das ist doch das Gleiche. Nein. Ach so. Die haben das sogar auf die falsche Seite gepackt. Hier. Das ist die Rückseite. Wir haben hier einmal. Oh Gott. Leute. Seidengrau. Und einmal Schiefergrau. Dann habe ich mein Lieblingstonkarton. Habe ich mir zweimal gekauft. Und zwar Taupe. Das ist ein richtig schöner Farbton. Und hier ist es wieder vorne drauf. Leute, entscheidet euch. Nachtblau. Und dann habe ich noch Sets gekauft. Hier steht Sortiment 25 mal Cardstock, farbig sortiert, 25 Farben Basic. Also hier muss ich jetzt glaube ich nicht auspacken, hier haben wir halt alle Farben. Einmal durch vom Basic Papier und dann dachte ich, weiß nichts kostet, nee, Spaß. Dann dachte ich mir, ich nehme noch farbig sortiert, cremeblau, na cremebraun Töne. Finde ich einmal ganz cool. Ich finde es halt jetzt schade, dass ich jetzt nicht weiß, weil ich dachte, da wäre das scheiße auf viel Arbeit, aber dass hier irgendwie ein Zettel bei wäre. Oder dass wenigstens auf dem Papier eine kleine Nummer steht und ich jetzt hier sehen kann, hey, das ist Farbe Kackbraun, nein, keine, ich weiß es. Weißt du, die Bezeichnung fehlt mir halt das hier jetzt. Klar, ich kann nachgucken, das ist ja doof. Jo. Genau. Wir haben diese Papiere drin. Ja, das war's. Papier habe ich jetzt wieder genug. Jetzt brauche ich nur noch LP-Hüllen, die sind bestellt. Also Schallplattenhüllen. Und dann kann es wieder losgehen. Das war dann mein kleiner, aber feiner Haul von Bastelmaterial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen tollen Abend und bis dann. Tschüssi!